Finde ich auch. Also, der Chat sagt gerade, die Elementarmagier-Klamotte ist doch schön luftig. Was? Die mit der offenen Brust? Ja, die hast du sogar schon mal getragen, als du dem Einar geholfen hast, den Weg zu den Tierschreinen zu finden im Lornaspass. Ja, daran kann ich mich noch sehr gut erinnern. Das war sehr schön. Ja. Oh ja. Aber weißt du was? Vorher machen wir Folgendes. Wir holen die Spieluhr für dich ab. Komm, wir holen die Spieluhr für dich ab. Dafür müssen wir einmal in die Nebelsperrenzuflucht. Dann können wir das auch gleich allen zeigen, die das noch nicht wissen. Es gibt nämlich anscheinend 5 Spieluhren, die man im Spiel erspielen kann. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann kann man sie sich erspielen. Man kann sie natürlich auch im Handelsposten kaufen. Da geht dann die Preisspanne zwischen, ich glaube, knapp 30 Gold bis 250 Gold. Warte, der Handelsposten ist hier. Der spielt da immer noch. Da, so bin ich überhaupt da drauf gekommen. Hört ihr das? Hier ist einer, der spielt die ganze Zeit Musik. So, ganz leise ist es nur zu hören. Ein bisschen lauter für mich, weil ich ja die Spielermusik richtig hochgedreht habe. So, jetzt können wir erstmal zurück und dann packen wir die Spielo aus. Hier im Elonischen. Okay, oh, hoppala. Nö. Entschuldigung, ich will hier eine Spielo ausprobieren. Lassen Sie das bitte. So. Hier ist gut. Auch wenn jetzt hier die Ingame-Spielmusik ein bisschen sehr aufregend ist. Machen wir mal das hier auf. Verbrauchsgegenstand. Da ist die Spieluhr. Die ist accountgebunden. Jetzt machen wir die mal an. Und dann haben wir hier, drücken wir den ersten Knopf. Und bei dieser Musik können wir den Utwan umstylen, oder? Kleidung ist doch wunderschön, Utwan, oder? Ich finde, die passt sehr gut zu dir. Die Katzenohren. Was sind das? Elementarmagier, Kleidung. Ach, da. Nee, das ist Wintermonarch. Auch schön. Oh mein Gott. Ah, da. Utwan. Die finde ich super. Jetzt müssen wir nur die richtige Farbe noch finden. Wobei, wartet mal. Ich habe doch noch dieses Kleidungsset. Was vom Ritualisten war. Was ist das denn? Ich sehe wieder den Wald vor lauter Bäumen nicht. Das Ritualistenkleidungsset. Da. Oh, okay. Nein. Dann lieber das hier. Müssen wir nur eine richtige Farbe für aussuchen. Utwan, du bist so schön. Was sind die Standards? Oh Gott, lila? Ne, lila lassen wir mal lieber. Wobei das Gold gefällt mir. Das ist schön. Vielleicht nehmen wir braun dazu? Mitternachtsrost. Nee, Mitternachtsrost sieht da nicht gut aus. Grau? Nee. Vielleicht ein Grün. Pfefferminz. Oh mein Gott. Er sieht aus wie ein Magier. Kürbis. Oh, das sieht gar nicht so schlecht aus. Schauen, wie es hier auf der Welt aussieht. Oh, das sieht gut aus.
Das sieht gut aus. Rotwein, you are beautiful. Ja, ich kann alles tragen, hat Mutti immer gesagt. Aber jetzt muss ich auf die Brille verzichten. Aber du hast mir ja eh noch keine neue Lilly Bauer zukommen lassen. Das stimmt. Oh, wer ist denn hier und hört sich gerade... Ach, guck mal, da ist die Mandy und guckt sie, hört sich die Musik mit mir an. Wie schön. Aber so kann man so mit seinem Liebchen zusammen, ne? Zusammen ein bisschen Musik hören. Ich finde das super. Na gut, der Utwein muss weiter. Der Utwein muss leider weiter. Aus 1 werden 2. Entschuldigung, aber das war jetzt einfach zu passen. Oh, meine Liebe, du sagst es. Unsere Wege trennen sich. Es war sehr schön, solange ich eins mit dir war. Ich muss weiter. Oh Mann. Rotwein, du findest die richtige auch noch. Und du hast so viele wunderbare Freundinnen. Aber immer in der Friendzone, weißt du, Roger? Immer in der Friendzone. Das ist nicht schön. Und weil du machst mich fertig manchmal, ehrlich. Das hat man dann davon, ne? Wenn man so jemanden hat, der einfach so seinen eigenen Kopf hat. Naja. Leute, ich sag euch, Kinder sind eine ganz schön schwierige Sache. Ah, verdammt! Ich finde das übrigens... kann man da nicht rüber, oder was? Doch, kann man. Ich wollte übrigens sagen, das finde ich sehr nett gerade vom Spiel, dass es sich dazu entschlossen hat, die Musik auszumachen, damit ich hier diese Musik hören kann. Jetzt fängt es übrigens zum ersten Mal wieder von vorne an. Oh, wie lange das geht! Und wann kannst du... Ja, super. Oh, ein uralter Schüssling. Den nehmen wir noch. Ich mach mal aus. Ich denke, man kann die wieder ausmachen. Was ist denn, wenn man den zweiten Knopf eigentlich drückt? Dann macht man sie wieder aus. Wie schön. Wie schön. Ach, solche Macht. Der Chat sagt, in Grün sah er aus wie ein angebissenes After Eight. Also die Klamotte mit Grün. Aber ich sag dir, Roger, das ist angenehm jetzt hier. Doch, doch. Ja, glaube ich. Du hast die Klamotte ja auch eigentlich schon mal Probe getragen, ne? Wie gesagt, erinnere dich einfach daran zurück. Guck mal, die Musik läuft hier gerade. Das ist genau die Musik aus der Spieluhr. Ach nein, wie geil! Daran sieht man, dass die Musik, dass die Spieluhren Musik aus dem Spiel bringen. Oh, wie schön! So, wunderbar. Eins mehr, fehlt keines mehr. Wir können hier jetzt noch das und das und dann fehlt doch noch eine Sache für Dori. Oh nö, wo fehlt denn uns noch eine Sehenswürdigkeit? Wahrscheinlich irgendwo hier vorne. Ich werde mal hier reinfliegen. Ich kann das jetzt von hier aus machen. Da ist die Musik wieder. Ach, wie schön. Ich werde mir definitiv noch die teuerste holen. Die Nightingales. Die ist einfach richtig geil. Ah. So. Heukalkum-Erz. Ich mache mal hier einen kurzen Zwischenstopp. Aber die ist halt so teuer. So teuer. 250 Gold für sowas. Aber ich habe schon mehr Geld ausgegeben. Und nur damit Felice irgendwie eine schicke Klamotte hat. Wenn wir ehrlich sind.
Wie komme ich denn da jetzt am besten hin? So. Genau. Oder wir gucken, wo man das farmen kann. Meinst du nicht auch, Flo? Der Einer könnte so eine schöne Spieluhr gebrauchen. Beziehungsweise eigentlich wird ja mittlerweile alles im Haushalt Wolfspur, im Haushalt Skarsgård de Wolfen alles geteilt, ne? So. So. Veteran gebrandmarkter Luftelementarling. Elementarling und Veteran stehen nämlich ja für mich schon ein wenig in einem Gegensatz. So. Weg mit dir, weg mit dir. Wir kommunizieren mit Kristallen. Halten wir Zwiesprache mit diesem Ort der Macht. So, abgeschlossen. Oh, wer bist du denn? Und mein, guck mal, das ist der Geier der Friendzone. Was? Darüber reden wir nicht. Nein, darüber reden wir nicht. Auch nicht hinter vorgehaltener Hand. Auch, er ist recht nicht hinter vorgehaltener Hand, hallo? Ups. Nun denn, oh, hier unten läuft irgendwas. Oh. Oh. Wer auch immer du bist des Todes. Legende Whisper Insani. Habe ich die Sehenswürdigkeit? Okay, gut, das ist das Wichtigste. Es ist das Wichtigste. Ach, das ist ja ein Kopfgeld. Ups. Tötet sie. Bin ich aber passend dazugekommen, hä? Huh? Nein, ich will jetzt nicht. Ja, könnt euch so passen mitten. So. Das ist ja besser als mitten die im Kampf. Diese Abfrage ist ganz schön pervers an dieser Stelle. Stellt euch mal vor, man klickt so aus Versehen ja und dann verlorene Zwergentruhe. Hm. Nein! Okay, gut. Priester. Gebrandmarkte Priester. Oh, das war ein satter Ton. Das war ein satter Ton hier. Okay, ich will eigentlich nur die dumme Zwergentruhe. Dankeschön. Und die Karte abschließen. Denn Loot ist gut. So, und jetzt ab die Post, Utwein. Unten gekühlt mit einem kalten Saurier. Ich habe gerade ganz blöde Werbeslogans gerade im Kopf. Der kalte Saurier für heiße Tage. Und dann auch noch zwischen den Beinen. Ulala. So, ich gehe zum Sternchen. Mit ein bisschen Glück ist da nämlich dann automatisch auch die Sehenswürdigkeit. Tötet sie. Au! Ja, ja, ich weiß schon. Mal dieses Gebrandmarkte hier ist ja schrecklich. Volltreffer. Ja, ja. Oh Mann. Oh Mann, hier ist ja was los. Oh Mann, hier ist ja was los. Nur nicht zurückhüpfen, Utwein. Ach, solche Macht. Will er rüberkommen? Oh ja, sollte er schaffen. Hui, das Opfer abgeschlossen. Hä? Ach so. Ach Gott, weil ich jetzt hierher gekommen bin. Ich dachte schon. Erinnerungen im Kristall. Ja, stimmt. Wir müssen jetzt darüber. Wir haben den Hasen. Wir sind jetzt zwar eh von der anderen Seite gekommen, aber watch else. Ich bin ein bisschen irritiert. Uns fehlt anscheinend immer noch eine Sehenswürdigkeit. Und sie poppt jetzt hier gerade auch nicht auf. Hallo?
Oh, ich weiß jetzt gerade, ich weiß, was das jetzt für eine Instanz ist, die da kommt. Ich versuche es hier gerade nochmal mit den Sehenswürdigkeiten triggern, aber hier wird gerade nichts ausgelöst. Nix blinkt, nix blinkt. Nee. Ach, da ist es. Och, oh Mann, ich bin dran vorbei. Ach, gut. Naja, dann gehen wir da nochmal rein. Ja, sehr gerne. Dürft ihr natürlich mitkommen. Ich habe da gerade schon... Warum habe ich Post bekommen? Hä? Susu? Wieso? Hä? Leronella? Why? Warum? Oh Gott. Susu, wieso? Hä? Warum bekommt Utwein Geld von Leronella? Ist das jetzt Meldegeld, weil ich gesagt habe, es gibt Spieluhren? Spieluhr? Ich hab die doch schon. Ich hab mir die doch schon geholt. Die Spieluhr. Oder ist das etwa das Spieluhren-Sponsoring? Für die Teure. Hast du schon mal selber nachgeguckt? Guck mal hier, Handelsposten. Und dann hätten wir hier Spieluhr. Da sind die fünf, die es gibt. Die hier habe ich mir geholt. Die ist echt toll. Die ist leider gar nicht schön. Und diese hier, Givane, fand ich auch nicht so schön. Aber die ist schön, Hafetz. Die ist richtig schön. Und die Nachtigall, klar, ist besonders teuer. Ich habe keine Ahnung, wo es die gibt. Keine Ahnung. Es muss irgendwas mit Elona zu tun haben. Hafetz, Tinaris, Kadiris, Givane. Das, keine Ahnung, wo das herkommt. Aber es sind genug im Handelsposten. Also die Leute besitzen sowas. Fünf Stück gibt es. Siehst du das? Geh mal auf YouTube. Wir haben uns da gerade im Vorfeld des Streams, beziehungsweise im Vorfeld der Aufnahme, alle Spieluhren angehört. Oh, für Felice und Einer als verspätetes Umzugsgeschenk. Och, wie lieb. Ah, das gebe ich weiter. Dann werden die beiden sich eine schöne Spieluhr aussuchen. Das ist ja lieb, Dankeschön. Ich lade euch mal in die Gruppe ein. Hier und hier und hier. So, damit wir jetzt diese Instanz schaffen. Ich dachte erst, es ist eine andere Instanz, die jetzt als erstes kommt, aber die ich meinte, die kommt als zweites im Grab der Könige und die sollte der Utwein eigentlich alleine schaffen. Aber das hier ist, glaube ich, mit einer zumindest kleinen Gruppe doch besser zu bewerkstelligen. So, ich hüpfe einfach schon mal darüber. Hui! Mach mal hier Gebrandmarkte weg. Und wenn ihr dann hier auf der Karte seid, kann ich einfach starten. Oh, ja! Oh, Flo schreibt, er sieht gerade Amadeus jeden Abend auf den Knopf picken und dazu einschlafen. Oh, jetzt habe ich auch so niedliche Bilder im Kopf. Oh. Das ist ja lieb. Dankeschön, Susu. Gut, dann verleibe ich mir das jetzt ein und führe es einer Spieluhr hinzu. Die dann im RP... Das heißt, wir müssen jetzt RP spielen. Komme, was wolle. Zum Einsatz kommt. So. Die Anna ist da. Die Mandy ist da. Der Carsten ist da. Ich starte einfach mal. Huch. Da direkt gab es einen Port zum Freund. Ui, auch mal gleich in Schale geworfen. Die hat aber... Die Astrie, ja. Ja. Die hat ja einen Vorbau. Uftzen.